Hallo Leute und willkommen bei Timon. Euch gefällt die Rubrik mit Facebank. Ich habe die schon mal zerlegt, in die Mikrowelle und Bärenfalle gesteckt. Aber ihr wolltet unbedingt, dass ich die in flüssigen Stickstoff reinlege und Kugelhantel draufschmeiße. Als erstes kleben wir das Batterienfach zu, wegen Stickstoff. Ich denke, das sieht gut aus. Das Gruselige an Facebank ist, wenn ihr in der Nacht mit Lichtquelle an ihr vorbeigeht, erwacht sie aus ihrem Schlaf. Es liegt daran, weil sie auf Licht reagiert. Wir haben uns eine große Glaskuppe vorbereitet. Die Facebank passt da komplett rein. Wir fluten die jetzt mit flüssigem Stickstoff. Davor mache ich sie an und jetzt Stickstoffmarsch. Die funktioniert noch. Wir warten noch ein wenig. Das war's. Die ist aus. Erfroren durch flüssigen Stickstoff. Es ist so viel Rauch da. Man sieht überhaupt nichts. Leute, was glaubt ihr? Wird die Facebank nach dem Experiment noch funktionieren? Stellt auf Pause und schreibt mir in die Kommentare. Das ist krass, Leute. Wenn man nicht wusste, dass das flüssiger Stickstoff ist, hätte man denken können, wir kochen die. Man sieht durch den Frost nichts mehr. Schaut in diese Augen rein. Was machst du mit mir? Was habe ich dir getan? Lasst uns die rausholen, um zu schauen, ob die noch funktioniert oder auch nicht. Ihr Sensor funktioniert nicht mehr. Die wird sofort beschlagen. Dieser erstarrte Blick und die erfrorene Mimik. Was war das denn? Das ist aufgeplatzt. Das Gummi hat den Temperaturunterschied nicht ausgehalten. Okay, jetzt lasst uns die endgültig durchfrieren und die Kugelhantel draufwerfen. Guckt euch an, wie das nach 30 Minuten Durchfrieren aussieht. Wir holen die vorsichtig raus und testen ihre Stabilität. Wir haben hier eine 24 Kilo Kugelhantel. Was glaubt ihr, was aus Facebank übrig bleibt? Und es bleibt nur Staub über. Keine Chance für die Facebank. Durchgefroren und in Mikrostücke zerfallen. Das glückliche Ende von Facebank. Und die lächelt noch, Leute. Wenn ihr den Kampf der Giganten sehen wollt, Facebank versus schreiendes Hündchen, dann schreibt mir in die Kommentare und liked das Video. Bei 3000 Likes lasse ich die Giganten antreten. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald, Leute!